Oh, so, YouTube. Ja, ich habe noch ein bisschen gesprengt und wir sind wieder dabei. Wir können die Strommasten setzen. Wobei wir die immer eins höher setzen müssten, weil das unsere Höhe ist. Aber das geht mit dem anderen Platzierungsmodus nämlich wunderbar. Und dann können wir das später dann anpassen, wenn wir merken, wir brauchen was anderes, nicht wahr? Weil wir hier eine Plattform hinbauen, etc. Pipapo. Okay, da geht's runter auf jeden Fall. Dann würde ich hier nochmal ein... vielleicht... ja, an der Höhe hinsetzen und... dann... bis da kommen wir nicht ran, okay. Da stand der vorher, der ist irgendwie kaputt gegangen mit. Dann machen wir den dahin. So. Dann laufen wieder alle Sachen und haben Strom, hoffe ich. Das werden wir mal gleich überprüfen. Sieht gut aus. Und dann überprüfen wir mal das Netz, weil jetzt müssten sehr viele Sachen laufen. 8 Megawatt, okay. Was mich gerade ein bisschen wundert, wir haben nur 11 Dampfturbinen angeschlossen. Dabei haben wir hier hinten 12. Bin ich der Meinung. Da hinten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Welche ist nicht angeschlossen? Da fehlt irgendwo ein Stromkabel bei einer der 9. Gut, dann haben wir noch einen in Reserve. Ist ja auch nicht schlecht. Ja, wir haben gerade das Thema diesmal Fahrrad und Autofahrer, die gerne mal irgendwie kreuz und quer fahren oder auch Sachen kaputt fahren oder sich nicht an die Regeln halten. Und ich habe auch schon einen Krankenhausaufenthalt hinter mir. Krankenhausaufenthalt. Schwere Worte zum Streamstart. Auto hat versucht, mich an seine Engstelle zu überholen und schaffte es nicht. Aber ich war auch überfällig bei so vielen Kilometern, wie ich fahre. Theoretisch müsste ich kilometermäßig wahrscheinlich schon 2 oder 3 Mal gestorben sein bei der hohen Unfallzahl und meinen Jahreskilometern. Ja, du treibst den Schnitt nach oben, ist doch was Gutes. Aber du siehst, ich war ja dieses Wochenende auch unterwegs. Ich weiß gar nicht, hast du die Radtour gesehen? Ich wurde fast in einer Unterführung... in einer Radtour-Unterführung, unter Fußgänger-Rad-Unterführung, also es war ein offizieller Radweg, wurde ich fast von einem Roller überfahren. Kannst du dir nicht ausdenken. Also wenn ich überall gedacht hätte, ich werde an der Wand zerquetscht, dann nicht an einer Fußgänger- und Fahrradunterführung. Der hat mich nur um wenige Millimeter verfehlt. Also das war... bisher mein unangenehmstes Ding nach dieses Reinfahren in das andere Auto mit dem Rad. Aber bisher alles immer glimpflich ausgegangen, weil ich halt auch nicht diese hohen Geschwindigkeiten habe. Von daher kann ich da, glaube ich, noch von Glück reden jedes Mal. Wir haben hier auf jeden Fall schön gesprengt und alles weggebaggert und weggebaut, was irgendwie nur im Weg gestanden hat. Der ganze Berg ist quasi obsolet, er existiert nicht mehr. Oh, außer ich setze ihn wieder neu hin. Oh, ich mache hier noch ein paar Reste zu. Hier haben wir noch einen Ausgangstunnel, da müssen wir nicht immer oben drüber. Ist nämlich ziemlich angenehm. Ich wollte eigentlich den Strom hier durchlegen, aber es reicht, glaube ich, wenn ich durchlaufen kann. Dann muss ich nämlich nicht immer oben drüber hüpfen. Unsere ganzen Sachen arbeiten, ackern. Den Felsen hier haben wir komplett entfernt an den Stellen. Und ja, das hier, auf lange Sicht muss das hier alles noch weg auf der Seite. Wahrscheinlich am ehesten das hier muss weg.
Aber okay. Wir haben ja noch ein bisschen was zu erledigen. Und zwar brauchen wir hinten erstmal das Olomid. Das würde ich als erstes noch versuchen zu holen. Gibt es einen Clip? Ich glaube nicht, dass jemand einen Clip gemacht hat, leider. Von meinem Rollererlebnis. Die vergessen immer alle, dass es diesen wunderbaren Clip-Command gibt. Da möchte ich übrigens auch mal nochmal Werbung für machen. Und jedes Mal, wenn wir was sprengen nicht, dann können wir gleich noch ein bisschen was mehr wegsprengen. Ey. Ja, da sollst du nicht kleben. Ja, da vielleicht. Sehr schön. Alles, was oben schon mal weg ist, nicht? Ist weg. Jawohl. Ja, toll. Nicht toll. Ah, klappt nicht. Lang hier nicht noch mehr auf dem Boden? Ah. Ja, guckt mal. Weil hier wollen wir sicher noch was hinbauen. Eigentlich müsste das auch irgendwo weg. Ah, das gehen kann ich, glaube ich, schneller von Hand abbauen. Ich glaube, wenn man rennt und dann wirft, dann kriegt das wirklich nochmal so einen Moment. Das hat echt physikalische Berechnung. Man muss dann nur den richtigen Wurfwinkel noch treffen. Und man darf nicht vergessen, dass man irgendwo was hingeworfen hat, was man vielleicht gar nicht wollte. Und dann sprengt man sich den Boden weg. Ich glaube, hier liegt irgendwo eins, was hier nicht liegen sollte. Wow. Wow, ich wollte eigentlich genau da oben gegenwerfen. Vielleicht legen wir es oben eher ab. Ja, das ist gut. Das finde ich auch gut. Ich glaube, das auch. Weil wir brauchen noch den Weg hier durch. Wir springen auch einfach mit die Dinger. Ich wurde von dem Außenspiegel des überholenden PKWs vom Rad geholt. Schulterbruch. Oh, ähnlich wie Stradin. Kann mich wegen Gehirnerschüttung aber nicht an den Verlauf erinnern. Zum Glück Helm getragen. Ja, also ich muss auch sagen, Helm, ich weiß noch nicht, wie man auf die Idee kommen kann, einfach keinen Helm zu tragen. Also es gibt so wenig, was euch so viel Sicherheit im Leben gibt, wie ein Helm beim Radfahren oder Rollerfahren. Und man sieht es ja allein an dieser Rollertour von Trimax und Ronny. Der, wie hieß er? Norex oder Zabex oder so? Hätte der seinen Helm nicht getragen, wäre der tot gewesen am ersten Tag. Im schlimmsten Fall, im schlechtesten Fall wäre einfach nur für immer Matsch in der Birne gewesen. Weil ich habe es nicht gesehen, was passiert ist. Ich will es mir auch nachträglich nicht angucken. Brauche ich auch nicht zu wissen. Aber das war wohl ein heftiger Sturz, der echt übel hätte ausgehen können. Auf eine ganz schnelle Weise. Und das brauchst du ja nicht. Und der Helm hat alles verhindert. Ein bisschen Kopfweh und das war's. Coole Sache. Und günstig. Ich glaube, es gibt fast nichts Besseres, was man sich holen kann. Helme sind uncool, sagen die Kids. Ah, scheiße. Gut. Uncool, dann weg damit. Dann brauchst du keiner. Dann sterben. Sterben ist nicht uncool. Sterben ist richtig cool. Einfach tot sein. Ja. Okay, Sprengungen. 3, 2, 1. Boah, das war mal was. Aber wir kommen immer noch nicht hier durch. Irgendwie sprengt der gefühlt hier immer nicht so viel weg, wie ich will. Als ob der so einen gewissen Radius hat. Okay, dann sprengen wir jetzt hier. Aber ich will das nicht alles wegmachen müssen. Wir sprengen das jetzt hier einfach mit weg. Wir müssen auf diese Höhe runter. Ja, passt. Dann packen wir jetzt hier oben
die Dinger noch mit drauf. So nutze ich den Boden wieder nach, nicht wahr? Der ist auf der richtigen Höhe. Ich fände es cool, wenn das irgendwie anzeigen würde, was es wegsprengt, nachdem man es gesetzt hat. Okay, nee, der hat sich noch gut gefangen. Das wäre auf jeden Fall hilfreich. Nee, das ist zu niedrig. Auch das da ist zu niedrig. So ist besser. Sehr gut. Sehr gut. So, hier ist 34, das ist die Höhe, die wir brauchen. Da können wir so zumachen dann. Hier können wir vielleicht noch sprengen. Nein! Ich will die aufsammeln. Nein! Manchmal wirft der. Okay. Und die nächste Sprengung. 3, 2, 1. Sehr gut. Das ist doch was. Zack, da können wir den Boden zumachen. Zack. Zack, da kommen wir schon fast überall durch. Kleine Sachen machen wir von Hand weg und dann ist gut. UV-Strahlen geben Helme dann oft noch den Rest irgendwann. Ja, ich müsste mir auch langsam mal einen neuen kaufen. Ich wechsle alle 3 Jahre meinen Helm. Ich habe meinen jetzt schon 5, aber man merkt es einfach. Die Helme haben ja auch andere Sachen, wie Plastikteile. Also die sind, glaube ich, absichtlich so gestaltet, dass die Plastikteile dann auch aufhören, wenn der Helm seine Haltbarkeit verliert, habe ich das Gefühl, weil bei mir sind jetzt schon, oder ist ja letzte Woche das Band gerissen, was unten am Kinn ist, beziehungsweise nur der Halter, der das Band hält. Und das zeigt ja einfach eine Materialermüdung an, die dann auch auf den restlichen Helm ja, zu finden ist. Und ich würde sagen, da werde ich nicht drum herum kommen, mir einen neuen Helm zu kaufen. Ich weiß nicht, welcher gut ist. Also, ich mag so eine Rollerhelme zum Beispiel gar nicht. Da muss ich mal gucken, was ich mir für einen hole. Ich war letztes Mal, als ich mir einen Helm oder das Rad geholt habe letztes Jahr im Laden, und da haben die Helme alle nicht auf meinen Kopf gepasst. Egal, auch wenn wir die Größe ausgemessen haben, das hat irgendwie nicht gepasst. Da muss ich mal gucken, was für mich geeignet ist. Aber ja, ich brauche da unbedingt einen neuen. Uvex El Evo 3D, für mich der beste Helm. Ja, muss ich mal gucken. Aber ich werde den dann... Das Problem ist bei Helm, ich würde den gerne anprobieren, aber nicht im Laden kaufen, weil du keine Rückgabegarantie und sowas hast. Wenn du denn doch merkst, ja, der sitzt eigentlich doch nicht so. Gerade wieder gelesen, nicht? Jemand eine teure Sache, extra Möbelhaus gekauft. Und dann fällt ihm ein, ja, vielleicht will er das eine doch nicht haben und dann, ja, 25% Rückgabegebühr, wenn er dann den Kaufvertrag rückgängig machen will, da riskiert er sich. Ja, aber das ist Gesetz. Also, sorry, das muss man doch vorher wissen. Und, ja, dann kaufe ich lieber online. Ja, genau deswegen kaufen auch viele Leute halt lieber online. Aber das ist halt dann Kulanzregelung des Händlers. Wie kann man sowas nicht wissen, denke ich mir immer. Und das sind dann nicht irgendwie 12-Jährige, die das schreiben. Das sind halt 45-Jährige oder so oder 30-Jährige, wo ich mir denke, sag mal, hast du jemals in deinem Leben irgendwas gekauft oder hat das immer Mama geholt? Also man weiß so eine Sachen doch einfach. Ja, aber deswegen werde ich, um das abzuschließen, den Helm wahrscheinlich eher online kaufen. Wobei ich halt nicht der bin, der gerne zurückschickt. Das heißt, da geht eine langwöchige Recherche einher mit 1000 Messungen, bis ich halbwegs sicher bin, das Richtige zu haben, bevor ich es mir hole. Bei schönem Wetterfahren gehen 5 Jahre, aber auch wenn es nass wird, würde ich nach 3 Jahren Benutzung ausmustern. Ja gut, mein Helm ist noch nie nass geworden. Ich fahre nicht im Regen. Also mal ein paar Tropfen, ja, wie neulich, aber
So richtig Regen, ich stelle mich ja dann eher irgendwo unter und warte. Nur Sonne kriegt er viel ab. UV-Strahlen, ja, die können den Rest geben, das stimmt. Deswegen habe ich mein Laufrad auch online gekauft. Wenn was nicht stimmt, geht zurück. Na. So ist es halt. Ist eine doofe Wegwerfkulturmechanik, aber es ist halt auch von den Gesetzen einfach forciert, nicht wahr? Ich weiß nicht, ich hatte den UVEC schon mal auf. Damals war ich nicht so begeistert von dem, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob es genau diese Marke, also diese Art von der Marke war. Aber ich habe dann ganz ehrlich zum günstigeren Standardhelm gegriffen. Ich weiß gar nicht, von welcher Marke meiner ist. Weil der einfach irgendwie bequemer saß. Ich finde immer auch hinten die Schließmechanik finde ich richtig unsexy bei vielen. Aber auch jetzt bei meinem ist zum Beispiel das Gummi jetzt ab und dann klemme ich immer die Haare mit ein. Und ich habe ja gerade, weil ich nur einmal im Jahr zum Friseur gehe, dann öfter auch mal längere Haare und dann nervt es schon ziemlich, wenn man da hinten so eine Schraube drehen muss. Boah, was ist denn das? Also, das hätte ich mir ein bisschen besser aussuchen können, glaube ich. Ich weiß noch nicht, ob es der 3D war. Nicht? Wie gesagt, das ist 6 Jahre her, 5 Jahre her, wo ich den geholt habe. Also schon ein bisschen. Und wie gesagt, vorletztes Jahr. Ja, fast vorletztes Jahr habe ich das dann anprobiert. Da weiß ich nicht, was die im Laden da hatten. Aber ich weiß, ein UVEX hatte ich auf jeden Fall auf dem Kopf und da habe ich gesagt, nee, aber welcher jetzt genau, wenn die da 5000 verschiedene haben, kann ich es nicht mehr rekonstruieren. Ich habe halt auch so ein bisschen andere Kopfform. Deswegen stören mich manchmal so Kleinigkeiten. Oder auch schon irgendwelche Mechaniken, die ich doof finde. Wie gesagt, ich will keinen mehr nehmen, der hinten ein Rad zum Zudrehen hat. Also wenn es nur welche mit Rad zudrehen gibt, dann würde ich mir keinen neuen kaufen. Weil das finde ich einfach dämlich. Das ist für mich irgendwie eine scheiß Mechanik halt. Aber das schlechteste System überlebt ja leider meistens. Du hast UVEX Evo CC. Okay. Was machen die denn, die mit Retournierung der Helme? Ich will keinen gebrauchten Helm bekommen. Igitt, zweitens vertraust du denen, dass der noch in Ordnung ist? Ja. Die meisten Sachen, die zurückgeschickt werden, werden dann im Zweifel auch vernichtet, nicht wahr? Auch bei Amazon oder so. Also, klar ist das scheiße. Manchmal werden die Sachen gespendet oder so. Dann kann der Händler es so absetzen. Aber ganz oft wirst du wahrscheinlich einfach Gebrauchtware auch als Neuware kriegen, je nach Händlerqualität. Das mit dem Rad ist ein gutes System, deswegen haben es ja alle. Ja, aber nur weil alle das haben, ist es kein gutes System. Also ich finde, es ist ein Scheißsystem. Ich mag es gar nicht. Und ich finde es traurig, dass es halt keine Alternativen im größeren Maßstab gibt. Irgendwas Cleveres. Also ich bin zum Beispiel mega unzufrieden damit. Das wäre schon das Ausschlusskriterium für Helme bei mir. Und dann bleiben wahrscheinlich heutzutage noch 3 Helme übrig und dann würde ich einen von denen nehmen. So, ich mache jetzt hier aber nur noch diese eine Schneise. Und dann sind wir nämlich schon durch. Bei dem Zeug, denke ich mal. Ich habe halt immer, das ist wie bei Spielen, nicht? Ich habe da immer so Spezialansichten und wenn die nicht erfüllt sind, dann hole ich Sachen nicht mehr.
Bei mir stört das mit dem Rad immer tierisch. Ich klemme mir immer irgendwas hinten ein. Da kommen wir doch gut nach vorne durch. Hier können wir noch zumachen. Das hier müsste man noch wegkriegen. Das steht irgendwie sehr weit vorne raus. Aber da würde ich mal den schnellen Weg gehen. Hust! Oh, wer hat denn das hier aus Versehen gesprengt? Oh. Viel besser, oder? Du brauchst für deine Streaming-Touren so einen Irokesenhelm wie Stradin. Ja, eigentlich gar nicht schlecht. Aber ich will ja nicht erkannt werden. Ich meine, allein wenn ich irgendwann eine Helmkamera mir vielleicht holen würde, wäre das schon auffällig genug, glaube ich. Das System ist so erfolgreich, weil es wenig Platz wegnimmt. Ja, aber das ist mir doch egal, wie viel Platz es wegnimmt. Und die Funktionalität größer, kleiner bietet. Aus Sicherheitsgründen kann ich dir nur davon abraten, einen Helm nicht zu kaufen, nur weil er das hat, wenn er gut ist. Nur weil er das hat, wenn er gut ist. Also ich glaube nicht, dass das Haltesystem am Kopf mit Rad davon entscheidet, ob ein Helm gut oder schlecht ist. Also ich finde, dann trage ich, also das sind dann so Momente, wo ich dann eher drüber nachdenke, dann trage ich doch vielleicht keinen Helm irgendwann mehr. Weil ich kaufe nichts, was mir nicht gefällt. Und wenn es nur Sachen gibt, die mir nicht gefallen, dann kaufe ich halt nichts. Einfach um der Industrie zu sagen, nein, mein Geld gibt's dafür nicht. Denkt euch was Besseres aus. Und ich habe da hinten von mir aus lieber ein Kilo irgendwas dran hängen, wenn das Ding ordentlich ist. Aber das Radsystem finde ich einfach scheiße. Zumindest dieses Radsystem, wie ich es am Helm habe. Vielleicht ist es ja bei anderen inzwischen ganz anders umgesetzt. Kann ja auch sein. Aber ich finde das unpraktisch. Ich finde es auch umständlich. Also ich sehe da gar keinen Vorteil. Ich hätte lieber so ein Clip-System, irgendwas Mechanisches, Richtiges. Weil das leiert auch aus, ist aus Plastik, diese Zahnrädchen. Ich mag das einfach gar nicht. Die drei Helme, die dann übrig sind, dann nicht kaufen, wenn die Schrott sind. Ja, gut. Aber besser ein Schrotthelm als gar kein Helm. Naja, es wird ja genug geben. Zur Not für 83 Cent bei Temu, nicht wahr? Okay. Ich fange schon wieder an, zu viel abzubauen. Das macht einfach. Man kommt richtig in so einen Fluss, nicht? Wo man einfach genießt abzubauen. So, aber jetzt können wir auch mal zumachen. Wir sind hier auf 135 und zack. Einfach die ganze Scheiße mal zuziehen. Dann fallen wir da nämlich nicht mehr rein und uns kann das alles Wumpe sein. Dann haben wir nämlich auch gleich wieder das Inventar schön leer. Sehr gut. Zank. Zank. Guck mal. Und dann sind wir schon da drüben auf der richtigen Höhe und können da unsere Sachen abbauen. So, dann haben wir hier nur noch diesen einen kleinen Berg im Weg. Den kriegen wir auch so weg. Geht zur Fahrt XXL, da gibt's genug. Oh, da könnten wir sogar mal zusammen fast hinfahren, weil das ist schon eine 20 Kilometer Strecke bis dahin. Glaube ich. Nee, stimmt nicht, 11. 11 Kilometer. Hin und zurück sind es 22. Vergesst immer den Rückweg. Weiß halt nur nicht, ob man da drin ohne Probleme streamen kann. Einmal wegen Internet, einmal wegen... Ja, manche Läden sind da ja... Ist ihnen egal, manche nicht. Aber man kann ja hinfahren, ich gehe rein, hole einen Helm und komme wieder raus. Hm.
Naja, hier der Zweiradstadler, den wir haben, der ist ja auch nicht unbedingt verkehrt. Und wo müssen wir nochmal hin? Ich habe komplett die Orientierung verloren. Scheiße. Wo? Hier, von hier kommen wir. Hier. Okay. Das Ding hier muss weg. Alles klar. Nicht, dass ich jetzt irgendwas abbaue, was gar nicht mehr weg muss. Ich bin weg. Bis später. Bis später, normale Mann. 22 Uhr, das ist schon. Der einzige Laden, wo ich aktuell nicht mehr hingehen würde, wäre Lucky Bike. Aber der Pfad XXL ist gar nicht... Wenn er halt nicht so weit weg wäre, weil wenn was ist, dann wieder zurück. Aber zum Anprobieren eigentlich gar keine schlechte Idee. Weil ich habe dann immer so ein schlechtes Gewissen. Kennt ihr das, wenn ihr im Laden seid und dann probiert ihr Sachen an und dann kauft ihr die da nicht? Finde ich auch irgendwie scheiße. Gerade wenn denn online das noch woanders günstiger ist. Dann kauft man es vielleicht noch eher da. Hm. Am besten wäre so ein Helm, der einfach auf den eigenen Kopf gegossen wird. Zumindest damit man einen Kopfabdruckform hat, nicht? Und dann richtig angepasst wird und daraus gefertigt wird. Gut, wahrscheinlich gibt es sogar so Firmen, die individuelle Helme anbieten und die kosten dann aber mal schnell 400-500 Euro oder mehr, weil es halt Einzelstücke sind, nicht? Auch ein Problem. Und gerade wenn die dann nur 4-5 Jahre halten, macht sowas ja auch eher wenig Sinn. So, die drei noch. Und jetzt können wir nämlich... Wir haben ja noch so viel... Bodenerde, zack. Können wir mit der weitermachen. Und wir machen das einfach alles zu. Und dann haben wir es geschafft. Zack. Zack. Von wo kamen wir? Von da. Da ist noch einer. Offen. Flonk. So, dann können wir von hier bis hier... Oh, die sind noch im Weg. Wunderbar. Uns nämlich durch... graben. Und ich weiß noch nicht, wo wir das Ignum-Zeug könnten wir eigentlich auch hier vorne hinmachen, nicht? Wo wir jetzt die Plattform haben. Warum ist da eigentlich eine Erhöhung? Da können wir das eigentlich genau hier hinmachen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Dann bringen wir nur das Ignum-Staub nach vorne. Weil das Ignum selber, das wollen wir nur hier verwenden. Das ist ja nur ein kleines Lager, genau für das, für die Säure dann am Ende. Hm. Mal schauen, ob der Laden, wo ich jetzt mein aktuelles Render gekauft habe, besser ist. Wenn vielleicht irgendwann die ersten Probleme kommen. Ja, nicht. Man merkt erst, wenn ein Laden gut ist, wenn man Probleme hat. Das ist immer so. Also zum Beispiel bei meiner Brille, ich bin aktuell von Vielmann zu Mr. Specs und jetzt bin ich bei Kind Optik. Die auch die Hörgeräte machen. Und ich muss sagen, bisher von der individuellen Beratung ist der Laden am allerbesten. Okay, schaffe ich nicht. Da fühle ich mich am aufgehobensten. Die wollen einem auch nichts verkaufen. Das, also, klar wollen die einem theoretisch was verkaufen, aber die sind jetzt nicht darauf getrimmt, zu verkaufen, dass es keine AG ist, ein Familienbetrieb. Und die haben jetzt die Brille schon zweimal nachgebessert, jetzt haben wir nochmal gemessen, jetzt gehen wir nochmal einen anderen Weg, weil ich echt Probleme habe vorm Rechner inzwischen. Und
Das ist halt super nett, nicht? Und da fühlt man sich halt wirklich als Kunde aufgehoben. Und bei Mr. Speck zum Beispiel, da hast du dich dann wie, ja, Vieh fast gefühlt. Einfach nur so Massenabfertigung. Das war halt nix. Was, zu wenig Platz im Inventar? Kann ja nicht sein. Okay, hat wieder irgendwas gemeckert. Fahrt XXL. Ach, du auch. Okay. Ihr beide bei Fahrt XXL. Guck an, guck an. Na, muss ich dem Laden echt mal eine Chance geben. Hat halt hier neu aufgemacht erst. Also vorher gab es hier keinen. Ich ärgere mich auch damals. Ich wurde eigentlich richtig gut bei Zweiradstadler beraten. Dann bin ich nicht zu Zweiradstadler gegangen, nicht? War auch irgendwie ein bisschen blöd. Weil ich nochmal den anderen Laden ausprobieren wollte und die haben dich halt wirklich manipulativ geködert, muss man schon fast sagen. Wobei sie nicht besser sind. Aber die anderen waren halt einfach. Die haben sich vielleicht nicht. Ja, die haben sich schon Mühe gegeben, aber die wirkten einfacher. Nicht? Weiß, ist schwer zu beschreiben. Nicht professionell auf ihrer Ebene, sondern irgendwie wie normale Menschen. Nicht? Den hast du. Okay, ja, konntest gut mit ihm reden und so. Und dann habe ich das Rad da nicht gekauft. Und der andere, der war halt so Verkäufer, nicht? Und der hat dich so ein bisschen unterschwellig manipuliert, ohne dass du es dann mitkriegst. Und dann hast du ein schlechtes Gewissen und dann kaufst du doch da. Bei denen, die besseren Händler sind. Und am Ende stellt sich aber raus, das ist nicht unbedingt besser. Gleiche mit der Brille bei Mr. Specs. Eigentlich dachte ich auch so, naja. Und das auch eher verkaufen als wirklich beraten. Und das ist immer schlecht, sowas. Aber es kommt auch immer davon, dass die Menschen immer alles günstiger haben wollen, nicht wahr? Okay. Machen wir das hier noch zu. Ja, wie wir von hier hochkommen, das müssen wir dann uns erbauen, würde ich sagen. Ja, wir haben gar nicht mehr so viel Zeug. Wir haben nur noch 3 Erde. Oh oh. Ach, du hattest mit Fahrrad XXL Probleme. Ach so, weil normale Mensch nicht sagte. Ja, sieh oben, ist so weit oben schon. Sehe ich nicht mehr. I don't see it anymore. Mit den besten Brillenerfahrungen bei kleinen Optikern, wo ich meine Fahrradsportbrille machen lasse, aber leider zu weit weg für normale Brille. Ja, klar, ich habe auch, also am besten war wirklich noch so ein wirklich Familienbetrieb Optiker, nicht? Wo man sich fast schon familiär aufgehoben gefühlt hat. Aber da kann man nicht immer hinfahren. Die sind halt wirklich weit draußen. Die ich hier habe, sind oft dann alle mit Brille.de oder sowas verbandelt. Weiß ich jetzt auch nicht so, ob das so viel besser wäre. Okay. Das hier sieht noch nicht gut aus. Und ich weiß gar nicht, kann ich überhaupt die Drohnendinger bauen? Ich habe nicht, glaube ich, nicht das Material dafür dabei. Ich würde hier natürlich gleich 2 Level 2 Drohnen bauen. Das dürfte reichen. Mehr brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Es muss hier nicht so riesig werden wie an anderen Stellen.
Repost. Fahrt XXL habe ich ein Rennen gekauft, hatte Probleme mit Garantien nach Achsbruch nach 1,5 Jahren. Und ausnahmsweise noch wenige Kilometer damals. Würde da nicht wieder kaufen. Okay. Hm. Das, ich weiß halt nicht, wie Fahrt XXR agiert, ob das so Franchise-mäßig aufgebaut ist. Oder ob das wirklich dann Einzel- oder ein Gesamtkonstrukt ist und das halt überall so ist, nicht? Also bei Zweiradstahler ist, glaube ich, auch kein Franchise. Bei Lucky Bike bin ich mir gar nicht so sicher, weil da steht immer noch der Name des Betreibers drunter. Ja. Das sind halt immer so diese intransparenten Sachen, die man als Kunde dann erst erfährt, wenn es wirklich auch ein Problem gibt, nicht? Wie ein Achsbruch und dann Kulanzregelung. Ja. Wo man auch sagen muss, leider ist das Recht... Manchmal zu Recht, manchmal leider nicht ausreichend. Auch schon sinnvoll, weil du hast jetzt vielleicht wirklich ein Problem, aber es gibt genug Leute, die das System einfach ausnutzen, um immer wieder gratis was zu bekommen, nicht? Und dann, klar, ist der Händler erstmal skeptisch und genervt, wenn du dann da antuckerst, obwohl du vielleicht gar nichts für die Probleme kannst, die ein anderer Shit verursacht hat. Aber so ist es halt im Leben. Irgendein Idiot macht Scheiße wie ein Stream-Sniper und alle anderen müssen es am Ende ausbauen, indem es keine Tour mehr gibt oder so. Oh nee, jetzt fehlt hier genau einer. Das kann nicht sein. Ja. Aber wunderbar, wir haben unser Inventar leer bekommen. Oh, ich habe nichts mehr dabei. Okay. Aber das ist doch alles schön eingeebnet. Das ist wunderbar. Und ich hatte unabhängig vom Rennrad ein Vorstellungsgespräch als Softwareentwickler bei Fahrt XXL. Kam mir nicht so toll vor. Ah, okay, wenn das da auch eher so Garagenbuden-Style ist. Ah. Wir brauchen... bessere Laufwege auf jeden Fall. Eigentlich müsste ich 3-4 Folgen nur machen, wie ich hier Laufstege baue, damit ich überall lang komme, ohne runterzufallen, nicht wahr? Ich brauche echt wie so ein Kind einfach Gitterstäbe links und rechts. Sonst falle ich hier alle Nase lang irgendwo runter. Okay, hier ist auf jeden Fall wieder voll. Kommt noch rein. Sehr gut. Doch, kann ich bauen. Sehr gut. Oh, von denen können wir noch ein paar bauen. Heute hatten wir aber einen guten, quatschigen Tag, nicht? Also, nicht quatschstark, sondern Quatsch, also redevollen. Auch mal cool. Gerade wenn ich hier nebenbei so Sachen mache wie Sprengung, sowas Langweiliges, sag ich mal, ist es immer schön, wenn man nebenbei noch sich austauschen und reden kann. Du störst. So. Oh, reicht noch nicht. Mama, ich das hier nicht vorhin gleich mit weggebaut. So, damit sollte ich aber die Löcher füllen können. Wunderbar. Reicht
Echt nicht. Okay, hätte ich nicht gedacht, 52, dass das nicht reicht. So, aber jetzt, oder? Immer noch nicht. Immer noch 4, die fehlen. Mein Gott. Also dein Stream ist übrigens 3 Minuten Delay, weil du so lange brauchst, bis du auf den Chat guckst. Na, ich muss ja auch ein bisschen nebenbei spielen. Sonst komme ich gar nicht voran. Und wenn ihr euch untereinander unterhaltet, dann lese ich auch nicht immer alles mit, nicht wahr? Privatsphäre. So, wir können die Dinger hier schon mal nehmen. Die sind fertig. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das in 2 Folgen alles weggesprengt und geplättet bekomme. Das wäre echt genial. So, dann setzen wir die beiden so hin. Und, ach so, warte, nee. Was fehlt denen? Natürlich fehlt denen unten drunter Plattform. Ja. Sonst können die ja gar nicht bauen, weil die keinen Strom kriegen. Hallo Pixie Dude, guten Abend. Und das ist ein Ausgang. Genau, und dann das Lager machen wir oben hin, würde ich sagen. Kommen wir da jetzt so rüber? Ich glaube, wir müssen ein weiter vorne anfangen. Ah, nee, sogar 2 weiter. Shit. Du. Sehr gut. Obwohl, wir müssen eigentlich noch eins höher, weil wir eine Plattform dahinter bauen müssen noch. Genau. Wir wollen hier eine Plattform hinbauen, weil wir das Zeug verarbeiten wollen, nicht wahr? Skalieren wir die in die Richtung? Wäre eigentlich sinnvoll, nicht wahr? Sag mal, das sieht ja echt nice aus. Ist das Spiel so weird verzweigt wie Satisfactory oder entspannter? Sagen wir mal so, am Anfang habe ich hier angefangen, eine kleine Fabrik aufzubauen. Du hast am Anfang nur die eine Ressource, dann die zweite, dann die dritte, dann die vierte. Dann kommt die fünfte, dann kommen die sechste. Ich habe hier noch irgendwelche, die unbekannt sind. Mein Strom baue ich hier hinten ab. Das ist 2 Kilometer entfernt. Hier habe ich die einzelnen Plattformen, die sind mehrere hundert Meter voneinander entfernt. Es ist, sieht simpler aus. Du hast einen Tech-Tree, der ist ein bisschen besser einzusehen als bei Satisfactory, den du freispielen musst. Wobei sich zum Beispiel hier hinter einem so ein Punkt wie Olumi-Treibstoff, Raffineration mit einer Destillationskolonne, chemische Verarbeiter und Flüssigkeitsfertiger für tragbaren Treibstoff verbürgen können. Also Jetpack gibt es, abbaueffizienten Lastenaufzüge, die dich in den Boden bringen, Förderbänder in verschiedenen Stufen. Es ist schon entspannter, weil du, ja, weiß nicht, vielleicht einfach, du hast nicht den 3D-Raum, du hast ja Voxel-Kästchen-Basis. Deswegen ist es einfacher. Dadurch lässt sich das hoch runter ein bisschen besser planen. Die Sachen überschneiden sich nicht eventuell oder so. Es gibt Strommanagement und da werde ich nämlich jetzt hier ansetzen müssen. Wir müssen Strom hier nach hinten bringen. Einmal brauchen wir da Strom. Einmal brauchen wir hier Strom. Und dann brauchen wir ein Lager. So,
Das Lager bauen wir dann aber eher auf die... Ja, warte mal. Wenn wir das nach da erweitern... Gut, wir bauen ja nicht so viel, nicht? Dann können wir das Lager auch hier hinsetzen. Du hast so ein bisschen andere Konzepte, aber ich muss sagen, also ich würde... Ich gebe dem Spiel auf jeden Fall ein Prädikat spielenswert. Es kann ihn schon fesseln. Man muss sich aber drauf einlassen, nicht? Es gibt auch eine kleine Story, eine Lore, es gibt einen kleinen Begleiter. Und zwar ist... Wo ist sie denn? Da oben, die Raumstation ist kaputt gegangen. Und du bist als einziger irgendwie auf diesem Planeten gestrandet mit deinem kleinen Helfer. Und der kann da eine Verbindung zur Station aufbauen. Und nach erfährst du, was da passiert ist und versuchst da den Leuten zu helfen da drauf. Du baust zum Beispiel dann Raumschiffe und sowas, um Sachen hochzubringen. Und da bin ich kurz davor, nicht? Ich bin gerade beim chemischen Treibstoff. Und sobald ich die Energiezellen habe, kann ich sowas wie Autoschienensysteme und Raumschiffe bauen. Ja. So, ich brauche noch ein paar Masten. Nee, nicht 64. Ein paar. Und ein paar Kabel. Wo sind denn die? Da. Eckiger. Ja, es ist halt Voxelgrafik, aber du kannst hier zum Beispiel wunderbar, das habe ich heute den ganzen Tag gemacht. Warte. Oh. Wo ist der andere gelandet? Irgendwo habe ich noch einen geworfen. Da ist er. Ja, wir haben vorhin den gesamten... Also hier war ein Berg. Den habe ich komplett weggesprengt. Ah, schade. Kriege ich nicht mehr hin. Zack. Das muss eh irgendwann alles mal weg. Wir haben sehr viel Sprengstoff gebaut und hat heute den ganzen Tag gesprengt, um dann endlich die Säure herstellen zu können, um dann daraus die Batterien zu machen. Guck mal, das wird jetzt nochmal eine Sprengung zum Abschluss der Folge für dich, damit du auch einen wunderhübschen Sprengeindruck von diesem Spiel bekommst. Oh, guck. Überall ran. Zack, das kann noch weg. Das kann noch weg. Das kann noch weg. Da oben, das muss weg. Flonk. Wir prassen richtig. Wir haben's doch. Wir haben's doch. Brauchst du einen Aufzug zum Raumschiff? Nee, du kannst nur... Genau, also was geht? Du kannst 253 Kästchen nach oben... Aber du kannst nicht, und du kannst nur bis Kästchen 0 nach unten. Also es gibt auf jeden Fall eine Höhenbeschränkung. Was ich sehr cool finde, die Karte ist sehr, sehr schön gestaltet. Also sehr natürlich. Ein dicker Fluss, ein kleinere Seen, große Seen, Meere, richtige Felsen hier. Deswegen habe ich mich in die Richtung nicht ausgebreitet. Wälder, Biome. Kleine Rinnsäle. Finde ich sehr schön gestaltet. So. Wo stellen wir uns denn hin zur Sprengung? Wo sieht denn die gut aus? Ich glaube hier oben drauf. Und damit, meine Damen und Herren, Sprengungen 3, 2, 1. Schön, oder? Und nochmal einiges an Metern weggesprengt. Oh nein, einer ist übrig geblieben. Naja. Oh. Oh oh. Hier war zu tief. Wer hat das von euch genehmigt? So. Ich würde sagen, wir bauen da hinten die Säure auf. Und dann... Beziehungsweise wir machen... Wartet, wie heißen die Dinger? Das will ich jetzt nochmal richtig sagen. Wir bauen da hinten...
Ignum-Pulver-Rezept aus dem Ignum-Erdschotter, um es dann mit Ignum-Pulver und dem Olomitgas und Wasser zu Olomitsäure zu machen, um aus Säure, Glas, elektronischen Komponenten und den Platten zu Energiezellen zu machen. Das heißt, wir müssen die Säure, Glas und elektronische Komponenten nach vorne bringen, Platten nach zur Seite und dann da irgendwo die Energiezellen produzieren. Und von denen brauchen wir sehr, sehr viele. Und damit würde ich sagen, haben wir doch schon mal viel geschafft. Morgen geht es dann eher ins Bauen in der Folge und nicht mehr so viel um Abbauen und andere Sachen. Da haben wir also mehr wieder mit der Technik und Fortschritt zu tun und können vielleicht auch wieder das ein oder andere erforschen. Bis dann.